Der deutsche Herbst, September und Oktober 1977. Nun stellt sich uns die Frage, was ist der deutsche Herbst 1977? Als deutscher Herbst wird die Zeit und ihre politische Atmosphäre in Westdeutschland im September und Oktober 1977 bezeichnet. Als nächstes schauen wir uns an, was denn genau in diesem Herbst so alles passiert ist. Diese Zeit wird durch die Anschläge der terroristischen Vereinigung Rote Armee Fraktion, RAF, ihre Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer, der Entführung des Lufthansa-Flugzeugs Landshut und der Selbstmorde der inhaftierten führenden Mitglieder der ersten Generation der RAF geprägt. Aber wir fangen jetzt erstmal bei der Entführung von Hans-Martin Schleyer an. Hans-Martin Schleyer, geboren am 1. Mai 1915 in Offenburg, war von 1973 bis 1977 Arbeitsgeberpräsident. Zur Zeit des Nationalsozialismus erreichte Schleyer damals den Offizierrang eines SS-Unterstumpfführers und gab somit 1977 das ideale Feindbild der RAF ab. Am 5. September 1977 wurde Schleyer in Köln-Braunsfeld von dem RAF-Kommando Siegfried Hausener überfallen und verschleppt. Sein Fahrer und drei in einem Auto folgende Leibwächter wurden erschossen. Die Entführer forderten die Freilassung von 11 inhaftierten RAF-Mitgliedern. Unter ihnen auch Andreas Baader. Aufgrund von Erfahrungen aus der Lorenz-Entführung, nach der sich freigepresste Terroristen bald wieder an Attentaten beteiligten, entschied sich die Regierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, nicht auf die Forderungen der Terroristen einzugehen. Um den Druck zu erhöhen, entführten die Terroristen ein deutsches Flugzeug. Am 13. Oktober wurde die Lufthansa-Maschine, eine Boeing 737-200, die planmäßig von Palma de Mallorca, Spanien, nach Frankfurt am Main fliegen sollte, durch vier palästinensische Terroristen entführt. An Bord befanden sich neben den Entführern 82 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Die Forderungen des Kommandos waren identisch mit denen der Entführer von Hans-Martin Schleyer. Die Freilassung von 11 in Deutschland inhaftierten RAF-Terroristen. Zusätzlich forderte man nun 15 Millionen US-Dollar. Die Maschine landete in Dubai, da der Treibstoff fast aufgebraucht war. Nach dem Start folgte ihr eine Maschine der GSG 9, einer deutschen Spezialeinheit, die sich auf die Befreiungsaktion vorbereitete. Die Befreiungsaktion war vorerst nicht in Sicht, da sie drohten, Geiseln zu töten, falls ihre weiteren Landungen behindert werden würden. Ihre letzte Landung machte die Landshut in Mogadischu, Somalia. Die Entführer setzten das Ultimatum und waren kurz davor, die ganze Maschine zu sprengen. Damit die Zeit ausreichte, den Hauptteil des Kommandos der deutschen GSG 9 vor Ort zu schaffen, wurden die Entführer mit der Nachricht getäuscht, ihre Forderungen werden nachgegeben. Die RAF-Gefangenen nach Mogadischu zu überführen, würde jedoch mehrere Stunden dauern. Daraufhin verlängerten die Entführer das Ultimatum erneut, diesmal bis zum 18. Oktober 1.30 Uhr. Am 18. Oktober um 0.05 Uhr stürmte das GSG-9-Kommando unter Führung Ulrich Wegeners in der Operation Feuerzauber die in Mogadischu gelandete Landshut. Während der 7-minütigen Aktion wurden 3 der 4 Geiselnehmer getötet. Um 0.12 Uhr konnte der mitgereiste Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt den erfolgreichen Abschluss der Aktion melden. 86 Geiseln konnten unversehrt befreit werden. Kurz danach, noch in der Nacht vom 17. zum 18. Oktober, der Todesnacht von Stammheim, begingen die in Stuttgart inhaftierten RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe Selbstmord. Als Reaktion auf die Stürmung des Flugzeugs Landshut wurde Hans-Martin Schleyer von seinen Führern erschossen. Seine Leiche wurde am Abend des 19. Oktober 1977 in Mühlhausen, Frankreich, gefunden. Created using Powtoon.